Ja, hallo Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Alice19 hier bei mir auf dem Kanal. Ja, das war ja wieder was. Stopp, weiter. Livestream, soweit so gut. Zwischendurch raucht dann die Software ab und Problem ist, jetzt ist es halt noch Freitag und nach jetzigem Stand kann ich den Kompass nicht laden. Doch, kann ich. Werden mir nur die letzten 24 Minuten, die ich dann noch gestreamt habe, nach Wiedereinstieg quasi, angezeigt und die anderen anderthalb Stunden sind einfach weg. Also ich weiß nicht, ob er sie noch wiederfinden wird. Er zeigt mir ja zwar die Länge von 2 Stunden und an, aber muss ich den hier mal abwarten. Er zeigt mir nur 24 Minuten an. Wenn das denn so ist, meine Lieben, dann werde ich jetzt nur 3 Folgen produzieren. Und dann sehen wir uns am Dienstag dann nochmal wieder. Aber das Schöne ist auch, wenn man Stream hat, man schafft ja doch ein bisschen mehr. Ich werde zwar dann keine 2 Stunden machen, die 2 Stunden gibt es dann erst am Donnerstag. Aber eine Stunde können wir auf jeden Fall dann doch zusammen nehmen und ein bisschen Spaß haben. Ja, so viel dazu. Dann nochmal herzlichen Dank auf jeden Fall an Ikes und Shorty für eure Spende gestern. Und wir kommen dem Ziel immer näher. Und Ikes hatte dann geschrieben, schade, dass es keine AMD-Karte wird. Also, ich lasse ja mit mir handeln. Es ist aber nun mal so, dass ich halt über die Jahre mit Produkten aus dem Hause Nvidia eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht habe. Und ja, vielleicht bin ich da ein bisschen voreingenommen. Aber das heißt nicht, dass ich nicht mit mir verhandeln lasse. Ich werde mich mal umgucken, was es so denn da auf dem Markt noch gibt, links und rechts, was man gebraucht nehmen kann. Und ja, AMD hat auch mächtig aufgeholt. Muss man auch ganz klar sagen. Ja, und dann gucken wir einfach mal, wo die Reise denn hingeht. Wenn es irgendwelche Vorschläge gibt, eurerseits, was man denn so in diesem Budgetrahmen nehmen könnte. Also sagen wir mal so, RTX-Preise sind jetzt aktuell bei ungefähr 450 Euro. Für eine RTX 2060. Es gibt momentan nicht so viele Gebrauchte. Ich hoffe, das wird auch wieder sich ein bisschen bessern. Situationstechnisch. Wir könnten auch gerne nochmal hier drüber gucken. Aber ich muss, AMD habe ich echt keine Ahnung, ne, was denn da so vergleichbar wäre. Wenn da also einer irgendwie ein bisschen firm ist, der sich da besser auskennt, der möge das doch mal kurz in die Kommentare hauen. So, hier hast du mal eine für 400 Euro dabei. Hier auch 400 Euro für eine RTX 2060. Wo ist denn hier der Haken? Was ist das denn? Das ist doch keine RTX 2060. Will ich mich verarschen? Mit nur einem Lüfter? Wie soll das denn gehen? Das ist aber... So, 2060. Was ist das denn? Nee, nee. So, 390 Euro. Ja, also ich sag mal so grob zwischen 400 und 450 Euro. Die muss man wohl da in Kauf nehmen. So, und in dem Bereich gerne dann auch mal, wie gesagt, in die Kommentare, was man denn da für vergleichbare Karten aus dem Hause AMD ranziehen kann. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben uns im Livestream Feld 19 gekauft. Feld 19 soll mit Weizen vollgeknallt werden. Aktuell steht
steht da nichts. Und wir müssen Geld scheffeln. Weil wir brauchen auf jeden Fall noch einen neuen Schlepper, wir brauchen einen neuen Drescher, wir brauchen einen neuen Rasenmäher, wir brauchen alles einfach neu. Und ja, den Plan, den ich hatte mit dem Waldrad da unten, dass der für mich das Schwatt absammelt vom Heu, geht irgendwie nicht so ganz auf. Das heißt, ich muss da gleich eingreifen und mir was anderes einfallen lassen. Weil das nervt mich nämlich gerade, dass er die ganze Zeit nämlich dann versucht, da Wege zu fahren, zu finden, die gar nicht da sind. Und ja, bisschen doof halt alles irgendwie gerade. Um 16.08 Uhr haben wir es. In-game natürlich. Echtzeit. 22.57 Uhr. So. Joa. Zack, noch einmal hier drunter. Dann haben wir eine volle Ladung und dann ist auch hier Ende im Gelände. Diese Produktion muss ich nochmal eben kurz gucken. Kompost 36.000 Liter. Ja. Ja. Könnte man nochmal hin. Können wir aber auch erstmal lassen. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Was wir auf jeden Fall brauchen ist... Alles einfach. Das ist so viel einfach, ey. Ich muss mit dem hier wahrscheinlich mich gleich um das Thema Aussaat kümmern. Dass wir ein bisschen zu Potte kommen auf der 19 und der 1. So ein Hektarzähler wäre natürlich geil, ne? Also wie viel Ertrag hast du auf dem Hektar gesehen? Klar kannst du dir das ausrechnen, aber ne. Müsste ich ja alles hier protokollieren, wie oft der dann abfährt und mit wie viel Litern und hast nicht gesehen. Gar keine Lust drauf. So. Aber es wäre auf jeden Fall interessant zu wissen, was denn jetzt ertragstechnisch besser liegt aktuell. Also ob wir mit Weizen oder Gerste besser fahren für die Malzproduktion. Also auf die 19 kommt definitiv Weizen. Ist einfach so. Bin nur aber immer noch am Hadern, ob das nicht mit Gerste ein bisschen besser wäre. Ich muss das mal protokollieren. Und mal gucken, was dann dabei rauskommt. Wir schauen einfach mal. So. Was wir auf jeden Fall machen werden, ist uns gleich um den Abfahrer unten kümmern. So. Dann holen wir eben die Drille ab, machen die voll. So. Das haben wir schon mal. Ich hätte gerne noch den Mohn jetzt gefahren, aber da war Gerste als letztes drin. Hafer, Raps. Kann ich das noch zurück? Nee. Ja, Kartoffeln, ey. Das wäre nochmal so ein Ding, ne? Weizen, Alter. Machen wir jetzt mal eben hier kurz den Deckel auf. Holen uns dann Dünger und Saatgut ab.
Zack. Ein bisschen Dünger, ein bisschen Saatgut. Und fertig ist die Laube hier. So. Und jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich hatte ja in meinen vorherigen Versuchen. Warte, F1, Dreschen kann ich nur sehen. Hatte ich Chopped Straw nicht aktiviert. So, wir haben jetzt hier Chopped Straw drauf quasi. Ja, so will. Und jetzt ist die Frage, wir haben die Düngefunktion der Drille aktiviert. Und jetzt ist die Frage, kommen denn jetzt dabei zwei Düngestufen raus oder nicht? Warte mal, Weizen? Hier soll Raps drauf. So. Nochmal gerettet. Ich bin gespannt. Wir probieren das jetzt. Weil für mich ist das hier jetzt Chopped Straw. Definitiv. Und jetzt wäre wirklich nice to know, ob hier zwei Düngestufen bei rauskommen oder nicht. Jetzt fahren wir mal ein Stück. Und dann gucken wir mal. Hier fehlt Kalk, okay. Und yes, doppelte Düngestufe, jawohl. Sehr schön, so will ich das haben. Gut, dann lag es daran, dass ich das nicht aktiviert hatte und im Nachgang dann erst halt, stopp, abfahren lassen. Papa hat ein bisschen zu viel geklickt hier. So. Hört da einfach auf, der Vogel. Das ist ja einer. So. Wenn er denn jetzt irgendwann mal fertig ist mit Wenden, dann nehme ich den. Stelle den Wender hier unten hin. Und sage ihm einfach mal ganz geschmeidig: LMAH. Kannst du nämlich zum Fuhrpark Nord fahren. Und dann kannst du da den Ballensammler aufnehmen, beziehungsweise den Sammelwagen, und kannst Dinge tun. So, PGA, Fuhrpark Nord, ab dafür. So, und der weiter. Hier, genau, das ist er nämlich. Abfahren lassen. Also das funktioniert nicht. Schade. Ich habe nämlich hier rundherum einen Kurs eingefahren. Wie mache ich das denn? Das trotzdem klappt. Muss ich das echt mit Cosplay machen? So. Machen wir das mal so. Er fährt ja. Ah, warte mal. Das muss ja dann was sein, was von überall erreichbar ist. Ich weiß nicht, ob er... Ich mache einfach mal einen Testkurs.
Wir machen einfach mal einen Test. So, aktuell ist hier kein Verkehr, deswegen juckt mich das jetzt nicht, wenn ich hier einfach mal durchfahre. So, Problem ist, ich habe ja hier eine Kurskombination. Das funktioniert nicht. Das funktioniert so nicht. So. Theoretisch müsste ja jetzt von sich aus sagen, komm, ich lade hier automatisch auf. Was ich jetzt noch machen könnte, ist einen Häcksler hinstellen. Ach, das funktioniert doch nicht. Er nimmt das Heu ja nicht einfach so auf. Wie kriege ich das denn hin? Wenn ich beide Kurse kombiniere, also den aktuellen Testkurs, den ich jetzt hier einfach habe, ich nenne ihn einfach mal Test. Das ist die aktuelle Situation. Die sieht hier einfach mal scheiße aus. Weil ich befürchte nämlich, dass er nicht in der Lage ist, dann ohne Kopfschmerz und ohne irgendwo anzuecken, dahin zu fahren. Jetzt gucken wir mal, wie weit er gekommen ist. Ich glaube, das war ja nur die zweite Ladung. Der ist nicht so weit. Die erste hat hier aufgehört, die zweite hört dann wahrscheinlich oben irgendwo auf. Wird nicht funktionieren. So. Und hier habe ich ihm nämlich gesagt, er soll den nächstgelegenen Punkt nehmen. Vielleicht ist das auch der Fehler. Wir gucken jetzt erstmal, was er daraus macht. Aber das sehen wir dann morgen. So. Das soll es gewesen sein für heute. Wie gesagt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Nochmal eben zur Erinnerung die vergleichbare AMD-Grafikkarte. Und ja, bedanke mich auf jeden Fall wieder für eure Zeit, für eure Geduld. Und würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, schönen Samstag, macht es gut. Ciao, ciao.